Jetzt sind wir beim dritten Teil vom Madeira-Vlog. Ich hoffe, es gefällt euch. Letzter Teil. Let's go. So, heute wollten wir eigentlich einen Chill-Tag machen. Aber wir haben beide einfach Hummeln im Arsch. Deswegen gehen wir jetzt hier mal wieder an der Küste ein bisschen laufen. Geil, mega. Wir machen heute richtige Expedition. Also wir haben jetzt so ein paar Spots rausgesucht, wo wir noch nicht genau wissen, wie man da hinkommt, ob man da hinkommt und bla bla bla. So ein bisschen wie gestern der Wasserfall. Nur heute haben wir so 4-5 Spots. Und das ist Spot Nummer 1. Das ist so ein bisschen so ein abgeranzter Weg. Stand auch vorne. Ja, lieber nicht laufen, ist gefährlich. Aber wir laufen jetzt hier auch nicht lang, sondern einfach nur mit bisschen geil Blick auf die Landzunge hier. Und dann geht's gleich schon weiter zum nächsten Spot. Krass, wir vorbeigelaufen sind von da oben. Da haben wir hier so einen coolen, ich weiß gar nicht, was das ist, naturgemachten Pool gefunden. Und Jonathan hat sich jetzt entschieden, da reinzugehen. Da oben hängt die Drohne irgendwo. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ich glaube, er zieht einen Backflip. So, wir waren heute an einigen Spots hier am Meer oder auch Wasserfälle oder so am Abchecken. Und alles, was wir heute gefilmt haben, waren eigentlich nur Drohnenshots. Und die ganzen Drohnenshots, die seht ihr jetzt. Jetzt sind wir am letzten Spot und dann wird auch noch mal ins Wasser gegangen. Abkühlung für den heutigen Tag und dann fahren wir heim und dann gibt's die Drohnenshots. Nee, was gibt's dann? Es gibt dann lecker Fleisch. Chipstar, der steht einfach auf dem Fundament, Alter. Wie deutsch will man sein? Ich so ja. Badehose und Wanderschuhe. Julian geht jetzt einfach kurz Banane klauen. Das ist das geisteskrank. Ich sag Nacht- und Nebelaktion. Auf Reichen, Alter. Aua, Auto so klein. Aber wir haben jetzt Banane. Heute wird sich richtig gegönnt. Wir haben so Fleischspieße bestellt. Da kommen jetzt gleich noch Pommes. Die letzten Tage hatten wir immer nur Pizza, Instant-Nudeln oder Nudeln aus der Mikrowelle. Und jetzt wird sich mal gegönnt. Da sind die Beilagen. Salat gab es auch noch. Der ist bei mir schon leer. Und diese Dinger, das sind so typisch materianische Mais-Dinger. Und da ist irgendwie so eine Maisfüllung drinnen. Die schmecken echt sehr, sehr nice. Wir hatten so zwei Nachbarinnen, die hatten so noch Eier übrig und haben die da gelassen. Und wir kochen die jetzt hier im Wasserkocher. Mal gucken, was passiert. Tag Nummer 9. Wir sind hier gerade am Frühstücken. Unser Eierprojekt hat tatsächlich funktioniert. Ich hab Mund voll, kann ich sagen. So. Probably letzte Wanderung. Mal wieder so ein Touri-Spot vom Allerfeinsten. Wir laufen jetzt zu so einem Wasserfall und Alter, die Parksituation war schon wieder geisteskrank. Auf alle Fälle der Parkplatz, man sieht, komplett voll gerappelt. Und wir haben uns wirklich in die kleinste Parklücke auf dem ganzen Platz noch gequetscht. Da sind schon wieder so 10 Autos aus dem Parkplatz rausgefahren, weil die keinen Platz mehr gefunden haben. Und wir haben uns wirklich, da dieser rote Flitzer da, zwischen so zwei Fiats eingequetscht und wir haben wirklich so auf jeder Seite noch so 10 cm frei. Ich bin auch nur in die Parklücke reingekommen, weil ich die Spiegel schon vorhin dann eingeklappt hätte, sonst wäre es auch nicht gegangen. Aber jetzt Parklücke gefunden und jetzt gibt es hier die Touri-Wanderung. Jetzt sind wir am Wasserfall angekommen. Ein paar Leute mal wieder am Start, aber es ist halt schon echt geil mit diesem
wie es hier so reingezogen ist, so kreisförmig und dann so runterfließt. Schon sehr, sehr nice und halt einfach sehr grün und dieses Tal auch noch. Wir haben uns hier Premium-Platz erkämpft mit schöner Sicht hier auf den Wasserfall und auf das Tal. Hier, man sieht richtig schön diese Lochstruktur hier, was ich meinte vorher. Jetzt wird immer wieder richtige Höhlenforschung betrieben. Da muss man richtig durch so diese Höhlen durch. Echte Lebe. Jo, jetzt sind wir hier nochmal auf so eins der höchsten Punkte in Madeira gegangen, weil wir einfach nochmal gedacht haben, letzter Tag muss man hier nochmal vielleicht ein bisschen die Aussicht genießen, weil wir nur so richtig einmal oben waren. Unten im Tal regnet es einfach und hier oben blauer Himmel. Ist crazy. So, es war jetzt echt nochmal geil hier zu chillen und Aussicht zu genießen. War sogar jetzt nochmal Drohne fliegen. Aber jetzt geht's zurück zum Auto. Und dann war es das eigentlich schon fast so gut wie mit Madeira. Hier an so einem Spot kurz angehalten, weil da unten ein sehr geiler Wasserfall ist. Aber wie man schon sieht, ist hier sehr stark neblig. Aber Jonathan hat es geschafft, ein einziges Bild zu machen. Falls es gut geworden ist, dann seht ihr es jetzt. Der letzte Tag auf Madeira ist angebrochen und jetzt sehen wir noch hier, da hinten ist Funchal. Und jetzt noch so eine Christusstatue wie in Rio de Janeiro. Und die wird jetzt noch abgecheckt. Chillen ist hier einfach gerade beim Stadion in Funchal und hier ist einfach offen. Irgendwie ist es ein bisschen nicht so legal, was sie, glaube ich, gerade machen. Der Julian läuft einfach in die fucking Katakomben, Alter. Ist das geisteskrank. Heftig. Da hat wahrscheinlich mal Ronaldo irgendwann gespielt auf dem Rasen. So, Autos zurückgebracht hier beim FBI. Wir waren gerade eben an dem Tisch da hinten noch. Und Julian wollte hier weg, weil da setzen wir dann den anderen so auf der, würden wir den auf der Pelle rücken. Und ich habe halt dann meinen Rucksack so an den Tisch gelehnt. Also hier so an die Seite halt gelehnt. Und vorne ist der Rucksack dann hier oben gewesen, damit ich halt wieder zu. Sind wir halt eben umgezogen. Ich habe den Rucksack mitgenommen und einfach das komplette Tischtuch mitgerissen. Alles ist runtergeflogen auf den Boden, aber ist einfach nichts kaputt gegangen. Das ist. Das war richtig crazy, weil es hat irgendwie so eingeklemmt. Crazy. Einfach komplette Tisch mitgenommen. Diese Getränke, die sind krass. Also das Brisa Maracuja ist wahrscheinlich so eins der geilsten Softgetränke, die es gibt, sage ich mal. Und das ist auch echt krass, wenn man auf Apfel steht. Brisa Apfel. Auch krass. Wenn man jetzt raten müsste vom Ding her, wie viel sowas kostet, was würde man dann sagen? Das ist ja crazy. Und da kommt noch mit Sides, also bei mir Pommes und Salat für 15 Euro. Das ist crazy. Ich weiß nicht, ob ich es gestern im Vlog gesagt habe, aber wir haben gestern so zwei Belgier mitgenommen. Also so gehitchhiked haben die und es hat geregnet und dann haben wir die halt mitgenommen. Und jetzt sitzen wir hier in diesem Restaurant. Auf einmal laufen so die zwei Leute hier vorbei und sprechen uns so an. Ah, you are the car guys. Also übel random. Wir sind einfach auf einer Insel mit keine Ahnung wie viel Touristen. Wir laufen hier durch die Straße durch. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Da kommt unser Gerät angezischt, mit dem wir gleich zurückfliegen. Gucken wir mal, ob die Landung clean ist, ob der Pilot was kann. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind einfach am Cristiano Ronaldo Airport in Madeira. Und einfach an Gate 7. Wir sind by the way in Lissabon angekommen. Nacht überstanden in so einem Ranzhostel. Es ging by the way, also es war okay. Und jetzt machen wir Lissabon unsicher für so 4-5 Stunden. Und dann ab zum Flughafen. Wir haben jetzt 8:30, wie man sieht. Kurz nach. Und deswegen ist hier noch nichts los. Es ist so geil, eigentlich ist hier so bumsvoll. Am Horizont sieht man da auch sogar Christusstatue.
direkt bei der Golden Gate Bridge. Einfach Mix von Rio de Janeiro und San Francisco. Aber ich muss ehrlich sagen, die Brücke sieht wirklich krank aus wie die in San Francisco. Und ich bin sogar illegalerweise auch mal Drohne geflogen, also würde ich mal sagen. Und die Drohnenfahrt, wie seht ihr jetzt? Jetzt sind wir irgendwie bei irgendeiner Burg hier am Strand. Ich weiß auch nicht, was das soll, was ich da die Architekten gebaut habe. Die haben einfach nicht auf Jesus gehört. Die bauen einfach Haus auf Sand. Ehrelos. Jetzt sind wir hier noch bei so einem Kloster. Sieht auch crazy aus, diese Details. Einfach heftig, sage ich. Wir klappern jetzt hier gerade voll die Touristenspots ab. Hier noch Pink Street. Wurde von Jan Stippich, dem Intro-Man, empfohlen einfach. Jan Stippich, beste. Gerade eben waren wir noch bei Green Street. Habe ich natürlich nicht gevloggt, weil ich so ein guter Vlogger bin. Jetzt kurz Bildeinblende. So, jetzt fahren wir mit so einem richtig schönen alten Gerät. Die sehen richtig cool aus. Hier sind jetzt so diese ganz bekannten Gassen in Lissabon, wo es richtig hoch geht, steil mit diesen Bahnen, die irgendwie falsch aussehen, weil die unten so, ne, ihr wisst, was ich meine. Hier oben, Blick auf die City. Wenn deine Stadt einfach so steil ist, dass in der Fußgängerzone einfach Rolltreppe chillt. Alter, vierter Flug, viertes Mal Gepäck durchbekommen. Also jetzt bei den letzten zwei hier in Portugal haben die geistkrank kontrolliert. Jetzt gerade, da war so eine, die hatte so einen richtigen Scanning-Blick drauf, wer zu großes Gepäck hat. Die hat wirklich so 4-5 Leute rausgenommen und die mussten dann so 58 Euro zahlen, weil sie so großes Gepäck hatten. Ehrenlos. Das waren jetzt alle drei Teile von Madeira. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich einer der geilsten Urlaube bisher in meinem ganzen Leben. Sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog aus Dänemark. Sage ich.